Jo Leute und willkommen zurück zu Pikmin 1. Wir sind hier im Wald der Hoffnung stehen geblieben, wo wir auch heute einige Teile bergen wollen. Das heißt, heute ist ein Tag, wo wir viel arbeiten müssen und viel gleichzeitig machen müssen. Eigentlich nicht gleichzeitig, aber ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Wir müssen jetzt in 20 Minuten ziemlich viele Sachen machen und in ziemlich viele Richtungen laufen. Und für das erste Teil brauche ich auch erstmal nur die roten Pikmin. Deswegen werde ich mir auch erstmal nur 50 davon mitnehmen. Habe ich überhaupt 50 rote? Ja, habe ich. Okay, gut. Nicht, dass die Anzahl jetzt irgendwas ausgemacht hätte, aber 50 ist eine schöne Zahl, deswegen werde ich 50 mitnehmen. Ja. Und ja, was habe ich noch an dem Tag vor? Ich glaube, ich hatte schon im letzten Part gesagt, dass ich jetzt 4 Teile sammeln möchte an diesem Tag. Und ja, denkt mir, ihr könnt euch vorstellen, dass 4 Teile jetzt nicht unbedingt wenig sind. Und dafür muss ich die erstmal hier alle hochwerfen. Yay, Spaß. Am besten nicht so, dass ihr euch gegenseitig wieder runterdrückt. So, da haben wir das schon mal. So. Dann kommen alle mit. Und ja. Müssen wir uns hier links quetschen, weil nicht, dass sie den da aufwecken, weil den wollen wir wie immer lieber von hinten angreifen. Ja, eigentlich sollte er gleich down sein. Jupp. So, 10 von euch können das wegtragen, der Rest kann von euch das wegtragen. Was ist denn das? Ja, das ist der Stoßdämpfer. Sieht interessant aus, weil das eine ziemlich kleine Sprungfeder ist, aber okay. Mit einem Hammer oben dran, aber hey. Dieses Gerät gleicht die Schwankungen und Erschütterungen aus, die auf einer Raumreise vorkommen. Man gleitet wie auf den Wolken daheim, normalerweise. Ja. Guck mal, warum tragen wir das nicht weg? Ich habe die Zähne hingeschmissen. Aber okay, dann tragen alle das. Dann haben wir das schon mal weg. Yay. Wie Geister können wir auch. Ja, Toadtown, da kommt dann so ein Getränk für die Pikmin halt raus. Muss man nicht unbedingt immer Gras pflücken. Aber naja. Da muss man immer zielen können und das kann ich im Normalfall nicht. Deswegen, ja, machen wir das halt nicht. Genau. Genau das ist der Grund, weshalb wir es nicht machen. Und ihr Gelben kommt mal eben kurz mit. Können wir nämlich schon mal den hier wegtragen. Da kommen übrigens auch nur die Gelben rauf, weil die Gelben fliegen höher als die Roten. Das ist halt nebenbei noch deren besondere Fähigkeit, neben der Tatsache, dass sie Dynamit tragen können, aber ja gut, ne? Gehen wir alle daran. Die hier können sogar 50 insgesamt tragen. Das Gute ist, weil wir jetzt 100 Pikmin draußen haben, kommen keine neue Pikmin raus. Das heißt, ich muss sie jetzt nicht unnötig pflücken. Ist auf jeden Fall angenehmer. Und ich werde jetzt auf jeden Fall gleich 2 von den Blumen-Pikmin da rausfischen, dass sie hier das Gras wieder pflücken. Weil die Blumen-Pikmin trinken nichts davon. Einfach so, ohne dass sie sollten. Wollte sie nicht werfen. Ja, jetzt kriege ich auch den Hinweis, dass da nichts Neues mehr rauskommt. Kann ich hier die Pikmin irgendwie wechseln? Ja, scheint nicht so. So, da seid ihr. Ihr seid ja gleich fertig, können wir eben kurz warten, weil. Wir sind zwar am Stress, aber auch nicht so krass im Stress, von daher. So. Ich glaube, es sind eigentlich hauptsächlich nur die Roten zu Blumen geworden, aber was soll's, wir haben hier hinten auch noch was. Das kann man auch machen, wenn man mit dem C-Stick so eine ganz kleine Gruppe quetschen. Aber ja, ne? Ich hoffe, da kommt noch was raus. Ja, gut. Okay, da sind viele rangegangen. Es sollten eigentlich alle Blumen sein, oder? Jupp.
Und darum sollten auch diese Gegner hier kein Problem mehr sein. So. Das ist ja 100 Pikmin, was soll da schon passieren? Als ob der irgendeine geringste Chance auch nur dagegen hat. Ihr beide könnt da bitte auch mit draufhauen. Wobei, warte mal. Komm mal kurz weg. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, wohin die das tragen, weil da jetzt gelbe und rote dran sind, die tragen es dorthin, von welcher Farbe am meisten dran sind. Und wenn es halt gleich viel Farben sind, dann ist es entweder random oder von der Farbe, die als erstes mehr waren. Okay, ist gut, dass ihr den zu den roten tragen. So. Diese Mauer, die jetzt da gerade kaputt machen, die ist ziemlich stabil, also es dauert ein bisschen, bis die kaputt ist. Und ihr seht, der Tag ist noch nicht mal halb vorbei. Wir haben schon einen Teil. Der zweite Teil ist da hinten, den Blaster, den haben wir am letzten Part noch mal kurz gesehen. Das ist auch der Grund, weshalb ich da jetzt die Mauer wegmache, weil sonst kann ich den da ja nicht raustragen. Oh, eigentlich wollte ich dich noch nicht töten, aber okay. Falls ihr euch fragt, was das ist, dass daraus kommt wieder eine Blume raus, die wächst nur noch. Deswegen wollte ich die andere halt gerade nicht töten, weil wenn sie halt dann ganz oben ist, dann ist da dieser eine Knopf drin und den hätte ich dann wegtragen können und hätte nur noch einen Schlag gebraucht, aber na gut, so, ne? So. Nicht ins Wasser rein, weil das könnte euch ein bisschen wehtun. Er steht ein bisschen sehr dicht an seiner Mutter dran, aber okay. Ja, das ist wohl mit Abstand eine der nervigsten Stellen hier. Aber okay. So, dann greift den mal an. Ja. Ist tot, bevor er mitbekommen hat, was passiert. Oh, seid ihr so enttäuscht, dass er da nicht mal rankommt. Ja, komm schon. Okay. Kleine Erinnerung, wir gehen doch so rum. Und ja. An sich kann man sagen, diese Blumen spoilert schon ein bisschen, was für eine Farbe noch kommt, aber eigentlich, wer Pikmin kennt, weiß, dass es rote, gelbe und blaue Pikmin gibt. Vor allem, weil die, glaube ich, sogar auf dem Cover zu sehen sind, von daher, ja. Ich muss noch ein Thumbnail dafür machen, fällt mir gerade so ein. Wo ich ein paar drei bin, okay. Aber okay. Das mache ich auch irgendwann anders mal, also. Wie gesagt, ich werde jetzt ziemlich viel im Vorrat aufnehmen. Und dann mal sehen. Weil nicht, dass ich das so wie bei letztens bei Spyro hatte, dass ich auf einmal gar keine Motivation mehr hatte, weiter aufzunehmen, weil, ja, nicht weil, also der Grund, dass niemand geguckt hat, war es nicht, sondern einfach keine Lust mehr. Und ja. Und vor allem, weil ich halt diese paar Parts verkackt hatte in der Aufnahme. So. Da habe ich jetzt insgesamt 200 Pikmin, huhu, auch wenn ich noch 100 draußen haben kann. Ich glaube, hier kann man ja, und da sieht man noch 48 rote sind drin und 52 gelbe. Das heißt, ich habe immer noch 4 gelbe mehr als rote. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, man braucht eigentlich nicht so viele gelbe.
Und ja, hier sind jetzt gerade ein paar Pikmin gestorben, aber das ist in dieser Gasse eigentlich fast unmöglich, hier ohne Verluste rauszukommen. Deswegen sind zwei Pikmin eigentlich noch relativ wenig, die ich hier verloren habe. Und ihr seht, wie viel ich hier abtransportiere. Also diese zwei Pikmin sind sowas von wieder drin. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viel diese Käfer da geben, weil diese Weißen hier, die machen ja keinen Schaden. Ich kann mir gut vorstellen, dass man dadurch nur einen Pikmin bekommt. Aber wer weiß. So. Dann habe ich hier oben was. Das war da. Ein sonderbarer Radar. Wow, dieser Name. Jetzt bin ich in der Lage, alle verlorenen Schiffsteile, die sich in der Nähe dieses Radars befinden, mit Y zu horten. Das macht doch Hoffnung. Ja. Okay, dann habe ich noch gelbe dabei. Die können ja eben kurz die Dynamitdinger aufheben. Weil ja, jetzt brauche ich 9 Stück davon. Ist nichts mehr. Okay. Die Musik ist immer noch toll. So. Also, ja. Dynamits habe ich auf jeden Fall genug. Ich glaube, es sind auch mehr als 9. Ich glaube, 6 sind in solchen Dosen drin. Das heißt, mit denen die 3, die da lagen, habe ich jetzt 15 Dinger, glaube ich. Also, ja, mehr als genug. Falls ihr euch fragt, ob man die Dinger, jetzt habe ich das nicht vorgelesen, aber egal. Falls ihr euch fragt, ob man die Dynamit nur für die Steinmauer benutzen kann, nein, man kann sie auch für die Gegner benutzen. Werde ich auch gleich noch machen, denke ich mal. Yay. Ich glaube, jetzt habe ich auch schon genug Teile, um ins nächste Gebiet zu kommen. Oder brauche ich noch einen Teil? Ich weiß es gerade nicht. Diesmal werde ich nicht zu früh werfen und wieder einpicken und unnötig opfern. Ach ja, ich hasse diese Steinmauer so sehr. Er hat sich gedacht, das wäre eine gute Idee, dafür irgendwie so viele Pikmin zu brauchen. Das sollte dann auch reichen. Und für die Schraube brauche ich glaube ich 50 Pikmin, das heißt, kann ich gerade eh nicht hochheben, weil ich nur 27 dabei habe und die, die den Stein tragen, können sowieso nichts tragen, von daher. Also, denken wir das, wie ich es meine. Ne? Also habt ihr gesehen, man kann die auch dafür benutzen. Oh fuck. Okay. Er kommt scheinbar nicht raus. Ich will doch nur eben mit den Steinen, Mann. Okay, trag den mal weg. Und da heilt er sich wieder hoch. Unglaublich, ey. Kommen alle her. War zwar nicht so geplant, aber hey, es hat geklappt. Also, was will man mehr? Du kannst den da wegtragen. Und ihr kommt dann jetzt auch mal mit, weil der Tag ist bald vorbei und will die Schraube ganz gerne noch haben. Da habe ich jetzt ein bisschen zu lange rumgeblödelt.
Und hier sind sogar zwei Dinger gekommen, weil ich habe ja vorhin zwei Picken verloren, deswegen sind hier wieder zwei neu rausgekommen. Und je länger die in der Erde stecken, dann wachsen die auch. So wie ihr die jetzt gesehen habt, die hat schon eine Knospe. Und die Knospe ist die Zwischenstufe zwischen Blatt und Blume. Nur kriegt man die am schwierigsten, sinnloserweise, weil ihr habt es gesehen, wenn die was trinken, werden sie direkt zu einer Blume. Und sie vorher am Blatt. Und ja, keine Ahnung. Okay, man braucht sogar 30 dafür. Aber 50 können insgesamt tragen. So war das. Naja. Aber auf jeden Fall habe ich das geschafft, was ich schaffen wollte. Und das ist ja, denke ich mal, das Wichtigste. Das heißt, ihr könnt schon mal weg. Und die Gelben können dann auch gleich mit weg. Oh Mann, da ist schon wieder fast ein Part vorbei. Und ich habe mal meine Audio etwas anders aufgenommen, beziehungsweise ich nehme sie jetzt mal direkt mit OBS auf, weil ich habe das immer nebenbei mit Outer City gemacht. Und ich sehe, mir fehlt ein Pikmin. Ich habe noch 51 Pikmin draußen, aber 50 tragen nur. Also, ja, irgendwo muss noch eins rumgurken. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit, also werde ich das wohl finden und ja, ich habe eine Schraube, yay. Dann heißt es für euch 29, dass ich auch schon mal wieder weggehen kann. 105 rote, huhu. Und viel zu viele gelbe. Also, ja. Ne? Jetzt muss ich mal gucken, wo das eine Pikmin abgeblieben ist. Kann man übrigens auch mit der Karte gucken. Ja, da sehen wir, dass da ist. Und das ist das, was dieses Radar macht, was ihr eben gerade gefunden habt. Wir sehen jetzt da, wo Schätze sind. Da ist noch ein Stern. Aber wie wir sehen, ist da Wasser links und rechts und hier über den Gang ist so ein Karton. Das heißt, wir müssen da mit blauen rüber und bei den Item ist auch klar Wasser und bei den Item hier ist da diese Mauer im Wasser, weshalb wir da auch noch nicht durch können. Kurz gesagt, wir können hier in diesem Gebiet erstmal nichts machen ohne blaue. War da nicht hier irgendwo? War da vorne. Na komm, trag den da weg. Also hier, da ist ein Karton, wie ihr seht. Und da kann ich keinen Pinken rüberschmeißen, weshalb ich seitlich ins Wasser rein muss und da die Blauen dann hochschmeißen muss. Aber ja, wie gesagt, das kann ich nur mit dem Blauen machen. Daher würde ich sagen, ich mache einfach mal zum Sonnenuntergang, wir müssen jetzt nicht immer warten. Und da ein Pinken folgt mir ja, weshalb er nicht sterben kann. Also ja, ob wieder da bescheuert hinter mir herläuft. Aber gut. Ja, wie ihr seht, jetzt der letzte Part, der war ja etwas über 20 Minuten, der hier hat jetzt 18 Minuten. Also, ja, es wird immer so rund um die 20 Minuten dauern, ein Part. Drei Tage seit Aufprall. Heute konnte ich die gelben Pikmin meiner Liste der Entdeckung hinzufügen. Diese Geschöpfe tragen Steinbomben. Vielleicht kann ich mit ihrer Hilfe Mauern einreißen und neue Durchgänge freilegen. Habe ich es auch schon letzten Tag gemacht, aber hey. Rote und gelbe Pikmin, genau wie die Steinbombenträger, teilen sich in Gruppen auf. Wenn ich X drücke oder mein Pikmin durch längeres Drücken von A festhalte. Achso, ja, so mit das. Ja, wenn ich ein Pikmin halt halte in der Hand, dann stellen sich ja dieselbe Sorte direkt hinter mir, dass ich die gleich weiterwerfen kann. Und ja, wir haben heute insgesamt 134 Pikmin gekeimt und 2 Pikmin im Kampf verloren, was jetzt insgesamt 3 Pikmin macht, weil, ja, letzten Part der eine sinnlose Tod. Und wir sehen, die gelben sind ziemlich weit enorm, also nach oben gestochen und so. Und ja, ich würde sagen, ich speichere erstmal und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, Leute, und ciao.